Welcome back to the game Pokémon Black Edition 2. What's up, people? Ja, einfach mal eine beschissene Ansage. Und dieses Ja, das mache ich auch zu gerne. Zu gerne. Moment. So, jetzt müsste ich wieder steuern können. Ja, wunderbar. Wunderprächtig. So ein Wanderer. Komm her hier. Ach, du willst gar nichts. Moment, ein Kind wie du. Ohne auch nur einen Arena-Orden will hier vorbei. Vergiss es, kämpfe erst gegen ein paar Trainer und Pokémon hier in der Gegend. Du Affe, du. Ich wollte jetzt nochmal neue Folge, neues Glück hier mal im Gras rumrennen. Ich wollte einfach mal gucken, ob es hier neue Pokémon gibt. Wir sind ja schließlich auf Route 20, nicht mehr auf Route 19. Oh ja, hier, so eine Taube. Eine dreckige Taube. Eine Luftratte. Dusselgur. Eine dreckige. Ja, also ich habe so generell kein Problem mit Tauben, ne? Aber sie sind nun mal Ratten der Luft. So, Biss haben wir hier nämlich gelernt und Geduld. Aber wir versuchen es mit Biss. Wir beißen voll rein in die Taube. Ist hier das ist das Taubsi von damals, oder was? So, also gehe ich jetzt mal von aus, ne? Aber so ein Flug-Pokémon ist gar nicht so verkehrt. Ich gucke mal, ob wir hier noch was finden. Das war schnell. Zwei Büsche weiter. Was bist du denn? So ein Raupi oder was? Strawickel? Oder ist das vielleicht so eine Vorstufe noch von Raupi wieder dann? Das kann ja auch mal passieren, immer mal. Finde ich gar nicht scheiße, das Pokémon da drüben, so ein kleines. Weil das sieht giftig aus. Aber ich schätze mal, es wird sterben, wenn wir es tackeln. Ich habe das Gefühl, das Glotzi ist gar nicht mal so schwach. Oh, es hat es überlebt. Cool. Wollen wir das mitnehmen? Ich meine, wir wollen ja auch ein bisschen sammeln, ne? Ich greife mir mal in meinen Beutel und pack mal meine Bälle an. Damit fängst du wieder Pokémon. Wunderbar. Schmeißen wir mal ein. Und. Zappel. Zappel. 3, 2, 1. Meins! Jawollo! Strawickel wurde gefangen. Ja, ich weiß leider nicht, wie sich das entwickelt oder sonstiges. Sonst hätte ich es jetzt irgendwie Raupe genannt oder so. Neuer Eintrag aufgenommen. Unter Modeschöpfern gilt es als beliebtes Maskottchen, da es sich aus Blättern Kleider schneidert. Ja, stimmt, das sehe ich jetzt auch. Ist gerade mal 30 cm groß. Wiegt 2,5 Kilo. Sehr schön. Spitznamen. Ich wüsste dafür jetzt keinen. Vielleicht kann man das später noch ändern. Vielleicht habt ihr ja dann einen Spitznamen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr jetzt zu diesem Pokémon einen Spitznamen gehabt hättet. Also ich werde ihm jetzt keinen geben, aber würde mich mal interessieren, was einem da so spontan einfällt. Okay, wir haben drei Pokémon. Wir haben voll drei Pokémon. Ja gut, dann laufen wir mal die Route weiter. Kann ich da irgendwie ran? Nee. Irgendwo muss ja hier... Da geht's wieder zurück. Unser Konkurrent rumlaufen. Moment, da will sich gerade der Monitor abschalten. So, prima. Dowsinghof im Winter. Pokémon überall! Der Dowsinghof, nicht weit von Dowsing, lädt ein zum Besuch. Oh, hier gibt es sogar Autos. Okay, was erwartet uns hier? Ein Dialog, wie mir scheint? Nee, ich kann mich noch bewegen. Oh, da ist er ja schon. Oh, sehr gut. Du bist zum Trainieren hergekommen. Also gut, dann lass doch mal sehen, wie stark du geworden bist. Komm schon! Come on! Oh, Freaky vs. Raid. Mal gucken, vielleicht kriegen wir jetzt auf den Sack. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, kann ich einschätzen, wie stark der ist. Er hat immer noch nur eins. Otaro ist ganz gut, dass wir nicht mit Oink anfangen. Oh, Level 8. Immerhin, seht ihr, das Training hat sich also gelohnt. Wird wahrscheinlich auch schon eine Wasserattacke gelernt haben. Also lag ich ja gar nicht so falsch. Also da hat sich in der Hinsicht noch gar nicht so viel verändert anscheinend. Beißen wir direkt mal zu. Oh, wir sind schnell. Das ist sehr gut. Ein Volltreffer. Oh, es hat zurückgeschreckt. Komm schon, dieser Handschreck kann ich nicht schocken, oder? Zurückschrecken ist immer sehr gut. Weil dann können wir direkt nochmal. Und damit hat sich der Kampf schon erledigt. Geil. Könnte vielleicht auch ein Level für uns bedeuten. 149. Sehr schön, sehr schön. Das hat sich gelohnt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich verliere. Jetzt ist erstmal Entschuldigung bei meinen Pokémon fällig. Aber nett, dass er zu seinem Pokémon. Das ist doch schon mal viel wert.
Gar nicht übel. Du machst dir Gedanken darüber, wie du die Kräfte deines Pokémon-Teams am besten einsetzt. Ich denke, ich kann mich dich als Unterstützung verlassen. Jetzt frage ich mich, das ist ja unser Konkurrent. Aber warum will er denn mit uns ein Teampartner? Das hat er auch schon erzählt gehabt. Übrigens, warum bist du hier? Eine Karte? Freaky hat die Karte überreicht. Meine Schwester? Dabei ist sie die Jüngere. Dir auch vielen Dank. Du warst mir schon sehr nützlich. Oh, jetzt kommt die ganze Gang an. Hier, was da? Ich habe mich schon gefragt, was das für ein Lärm hier ist. Ein Pokémon-Kampf. Ach ja, ist so schön, jung zu sein. Wer bist denn du? Wer ich bin? Ich bin der Besitzer dieses Hofs. Das hier ist meine liebe Frau. Nach einem Pokémon-Kampf soll man seine Pokémon heilen. Hier, der ist für dich. Freaky erhält Trank. Verstaut das Item Trank in der Medizintasche. Und hier ist auch einer für dich. Wenn das nächste Pokémon-Center weit weg ist, ist es gut, um Getränke dabei zu haben. Ach, das war sie, verdammt. Übrigens, ihr habt nicht zufällig hier in der Nähe mein anderes Terry Bark gesehen. Ich weiß nicht, wo es hingegangen sein könnte. Normalerweise sind diese beiden immer zusammen. Sowas ist noch nie vorgekommen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Oh. Was soll das heißen? Machst du dir auch wirklich Sorgen? Dein Pokémon könnte für immer verschwunden sein, kapiert? Wie auch immer, ich werde es suchen. Freaky! Du hilfst mir dabei. Hä? Was will er denn jetzt? Wieso ist er denn so wütend? Ich bin sicher, er spielt nur irgendwo auf dem Hof. Genau! Hör mal, wenn deine Pokémon verletzt sind, dann sag Bescheid. Ich werde sie heilen. Okay. Tasche. Obwohl, so verletzt waren wir gar nicht. Das konnte ja gar nicht angreifen. So. Was ist los mit dir, hm? Hey. Terrier Bug! Bug! Wo ist es nur hin? Ich weiß nicht. Hier ist auf jeden Fall ein Schaf. Mäh. Gibt es hier vielleicht noch ein wildes Pokémon, was wir noch nicht haben? Da unten ist auf jeden Fall ein Trainer. Hier auf so einem Parkhof, da könnte es doch vielleicht noch was... Oh, was bist du denn? Vielleicht fange ich mir auch gerade nur voll die Scheiße. Ein wildes Yorklef erscheint. Oh, Level 5. Das ist ganz gut, da muss ich nicht so viel trainieren. So, wir beißen einfach mal rein und... Ja, müsste es überleben, auf jeden Fall. Sag ich ja. Das schnüffelt uns erstmal ab. Ja, wie gesagt, vielleicht fange ich hier voll die Scheiße. Ich kenne die ganzen Pokémon nicht. Es kann aber nicht schaden, wenn wir die alle so ein bisschen besitzen. Und man will ja direkt schon mal das erste Sechser-Team... Warum stirbst du denn? Ich wollte dich doch fangen. Weil du so ein putziger kleiner Hund bist. Ich denke mal, das wird die Vorstufe sein von dem, was wir gerade dieses Barf suchen. Ah, hier geht es zu einem Item. Wunderbar. Können wir noch ein, zwei Kämpfe mitnehmen? Auch dich kennen wir doch. Aber immerhin auf Level 5 hier. Und das sind Erfahrungspunkte, die wir mitnehmen sollten. Weil beim nächsten Mal wird er mit Sicherheit schon Level 15 oder 16 sein. Den Kampf machen wir auf jeden Fall, weil dann sind wir Level 9. Und da könnten wir auch eigentlich mal wieder auf Oink wechseln. Ach nee, oder auf unsere Raupe vielleicht mal? Einfach mal angucken, aber hier wird die halt kaum Chancen haben. Die werde ich dann wieder offline wahrscheinlich so ein bisschen mitleveln, dass wir die dann zeigen können. Aber ich weiß noch früher, da wollte man dann einen Abra haben. Und da musste man immer richtig Glück haben, weil sich das mal sofort wegteleportiert hat. Und das konnte halt nur Teleportation. Das ist genauso wie wenn man Carpador zu Garados machen soll. Du musst das als erstes in den Kampf bringen und dann halt EP teilen, ne? Jedes Mal. Carpador, Carpador. Okay. Ein Item. Pokéball gefunden. Ja, das trifft sich ganz gut. Jetzt müsste ich nur noch mal so ein Yorklef hier kriegen. Oder wie das Ding heißt. Ich wechsle gerade noch mal auf Leflonk. Wobei, wir könnten mit Glotzi ja noch kurz weitermachen. Und Stravinkel ist gerade sowieso fast down. Ich hätte mal die Tante da drüben noch mal anquatschen sollen, dass die noch mal heilt. Na komm schon. So.
Prima. Viele Kämpfe in der Folge. Gefällt mir. Oh, wieder so ein Rattus. Glotzi. Ja, soll ich den Kampf mitmachen? Ich meine, es dauert ja nicht allzu lang. Und wie gesagt, das Erfahrung, die wir brauchen. Ist auch schön stumpf, wenn ich nicht zwischen den Folgen level. Einfach nur hier die ganze Zeit den A-Knopf spam. Es wurde besiegt! Was ist denn heute los hier? Mann, Mann, Mann. Okay. Wäre schon cool, wenn wir diesen Hund noch finden würden. Mann, hau ab! So, du suchst auch fleißig, oder was? Hau doch nicht ab! Oh, Trainer. Lass uns herausfinden, wessen Pokémon unerschrockener sind. Deine oder meine? Okay, sie scheint mehrere zu haben. Hatten wir auch noch nicht bisher. Wow, ihr jagt ja ein Ereignis das nächste. Eine Göre. Göre Anke. Oder Akne. Göre Akne. Fennilu. Und Level 5 oder 6? 6 tatsächlich. Glotzi. So, und dann, wenn wir den hier besiegt haben, machen wir einen kleinen Trick. Der gute alte, ich trainiere meine Pokémon-Trick. Da werde ich nämlich zuerst das Raupen-Pokémon da bringen. Wie gut ich mir auch die Namen merken kann. Richtig professionell, wie ich das Let's Play hier angehe. So, die Attacke bringt nichts anscheinend. Dann werden wir mal tackeln. Bin schon richtig froh, wenn ich da mal wieder neue Pokémon sehen kann. Und entwickeln kann ich auch immer ab. Wobei, es bringt ja, glaube ich, auch mehr, wenn man sein Pokémon erst später sich entwickeln lässt. Wenn man so 2-3 Level abwartet, ne? Weil es dann dadurch von den Statuspunkten noch stärker wird, glaube ich. Wenn man die Entwicklung abbricht. Ich meine, das war damals so. So, jetzt werden wir gefragt, ob wir wechseln möchten. Setz das nächste Stravickel ein. Den haben wir ja auch. Möchtest du wechseln? Pokémon wechseln. Jetzt bringen wir unser Stravickel. Gut, das jetzt denkt man sich doch, hä? Das ist doch fast tot. Ja, aber ich nehme es ja gleich wieder raus. Ich teile jetzt die EP quasi. Und da sehen wir es auch mal von hinten. Ist ganz cool mit dieser Blattkapuze. So. Pokémon. Jetzt bringen wir Floyd, machen Glut und das Ding ist Geschichte. Werden natürlich erstmal ein bisschen Schaden nehmen. Aber vielleicht erreichen wir dann Level 4. Ich glaube, das müsste gut klappen, wenn das Ding auf Level 6 ist. Ja, tackle uns mal. Sag mal, du altes Blatt. Ich zünd dir mal dein Fell an. Dein Joppen, den du da an hast. Das ist sehr effektiv. Schön! 37 Erfahrungspunkte für ein. Oh, 80 für Stravickel, Level 4. So habe ich mir das vorgestellt. Wunderbar. Oh, Level 5 sogar. Seht ihr? Hat doch perfekt geklappt. Spieler besiegt Göranger. Meine Pokémon sind trotzdem unerschrockener, auch wenn sie verlieren. Ja, Geld machen wir auch ein bisschen. Das ist Shane. Okay, hier unten war jetzt aber nichts weiter, oder? Doch, hier geht's auf die nächste Koppel. Au. Ah, hier können wir wieder runterspringen. Sind dann wieder gleich am Anfang. Ah, ich wusste, ich gerate noch in den Kampf. Ich hätte jetzt mal Stravickel nach vorne packen sollen. Oh, ist das nicht so ein Merrill? Azurill. Okay, das ist die Vorstufe davon. Ein Wasser-Pokémon ist nicht schlecht. Ich würde es, glaube ich, ganz gerne haben. Ich will am Anfang eh mal jedes Pokémon haben. Kampf. Tackeln wir direkt. Und dann schmeißen wir direkt einen Pokéball drauf. Weil noch eine Attacke macht das auf jeden Fall nicht mit. Sieht ein bisschen verwirrt, also. Ich will gar nicht kämpfen. Ich springe ein bisschen auf meinem Sack rum. Erinnert mich an die South Park-Folge. Wer es kennt, ja, der wird wissen, was ich meine. Doch da ja hier auch jüngere Zuschauer zugucken werden, möchte ich jetzt nicht zu ausfallend werden. Okay. Oh, ich bin immer ganz gespannt, wenn der Pokéball sich schließt. Ah, das sieht gut aus. Jawohl, wir haben einen Azurill gefangen. Ich muss generell dann auch mal irgendwann gucken. Vielleicht, oder ihr wisst das ja vielleicht. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, zum Beispiel, ja, das entwickelt sich erst mit so und so einem Stein und so. Weil es gibt ja auch Pokémon und da habe ich echt keine Ahnung von. Es legt sich mit starken Gegnern an, indem es seinen großen, mit Nährstoffen gefüllten Schweif umschwingt. Es ist ein bisschen eklig, tatsächlich.
Einen Spitznamen geben? Nö. Fällt nichts ein. Ihr könnt ja wieder in die Kommentare schreiben, ob ihr dazu jetzt auch spontan einen Spitznamen gehabt hättet. Mensch, dann haben wir jetzt schon 4 Pokémon. Das läuft. Jetzt muss ich mal gucken. Die hat doch gesagt, die würde uns heilen, ne? Heilst du mich? Kannst du mich heilen? Ey, geh doch runter. So. Deine Pokémon-Team scheint es nicht allzu gut zu gehen. Lass mich ein bisschen ausruhen. Den Zustand sollte nirgendwo hingehen. Dankeschön. Okay, du redest auch nicht mehr mit mir. Das ist gut. Hier, das Pokémon, so eins hier suchen wir. Terribug, wow. Oh ja, Terribug wird es wohl kaum rufen. Ja, dann war es das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen da, lasst mir ein nettes Kommentar da, wenn ihr Bock habt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Pokémon Schwarze Edition. Pokémon Freaky. Ciao.